Damen und Herren, was Sie heute hier erleben, ist praktisch, man könnte sagen, das Eintrinken zum 40. Kaltenberger Ritterturnier. Hier befinden sich die Vorbereitungen auf dem Höhepunkt. Und es war wahnsinnig schwer, diesen Tisch hier zusammenzubekommen, weil es eigentlich alle was zu tun hätten. Königliche Hoheit, gekrönte Häupter. Wissen Sie, was ich die ganze Zeit auf der Herfahrt philosophiert habe, wo Sie sich eigentlich in der Thronfolge befinden? Wissen Sie es? Da könnte ich Ihnen das jetzt vorrechnen, aber es wird so um den, in den Top Ten wäre es auf jeden Fall. Top Ten. Die machen das sehr geschickt. Was müssen Sie jetzt dann gleich machen, wenn das hier fertig ist? Oder sind Sie mittlerweile aus dem Stress raus und lassen jetzt die anderen arbeiten? Naja, das ist der Zweck der Übung ist eigentlich, dass man anderen Leuten beim Schützen zuschaut am Schluss. Okay. Passiert auch häufig. Dieses Jahr nicht in unserer Show, sondern hauptsächlich am Gelände, weil wir natürlich auch unsere ganzen... Es muss alles schön sein, es muss alles aufgeräumt sein und am Schluss muss es auch noch für die Behörden passen und deswegen ist es jetzt schon noch ein ziemlicher Kraftakt. Dann habe ich auch noch was gelernt, Damen und Herren, und zwar den Satz fehlerfrei zu sprechen. Je ne parle pas français, excusez-moi, weil wir heute am Tisch einen ganz wichtigen Menschen haben, der hier in Kaltenberg seit vielen Jahren die Kaskadeure dazu bringt, ihre Stunts zu machen, sich dabei nicht den Hals zu brechen. Die junge Dame... Es lauert halt ein bisschen. Sie haben die ehrenvolle Aufgabe, den Menschen zu übersetzen. Sprechen Sie bayerisch? Ja, natürlich. Ich bin aus Bayern. Also, das ist sehr gut. Muttersprache. Das wievielte Mal ist er denn da? 15 years. Ja. Ganz so. 15 Jahre. Und wie hat sich's aus Ihrer Sicht entwickelt, das Kaltenberg? Wie hat sich entwickelt, Kaltenberg, à ton avis, von ohne Sani? Je pense que Kaltenberg s'est toujours développé toujours avec une qualité grandissante en permanence. Nous avons toujours essayé de trouver des choses qui peuvent amuser, étonner et surtout extraordinairement plaire au public. Kaltenberg hat sich immer dahingehend entwickelt, dem Publikum zu gefallen und dem Publikum immer etwas Neues zu bieten, was die Stunts betrifft, was das Einbinden des Publikums betrifft, also immer in Richtung überraschen, mitreißen und begeistern. Also für ihn ist praktisch ein Leben ohne Kaltenberg nicht mehr vorstellbar. Pour toi, wie ist ein Kaltenberg? Tu peux pas imaginer? Je ne peux pas imaginer une qualité de travail, une vie sans une qualité de travail. Et je pense que le public vient voir le tournoi de Kaltenberg comme il vient voir un film. C'est exactement la même chose. Also für ihn hat er gesagt, er kann sich ein Leben nicht vorstellen ohne diese Qualität eben in seiner Arbeit. Ja. Und für ihn sieht das Publikum Kaltenberg wie in einem Film. Ja. Also das ist nicht nur eine Show, sondern entwickelt sich wie ein Film quasi. Sans trucage. Sans trucage. Ohne Tricks, ohne. Wenn man sein Gesicht sieht, dann merkt man ja, dass dem richtig Spaß macht. Ihnen auch, oder? Ja, klar, das ist toll. Als Regisseur so in einen großen Sandkasten alle Träume ausleben zu können, die man als Künstler hat, das ist toll. Das mit solchen Stars und solchen tollen Kollegen, die hier alle am Start sind, das ist für mich als Regisseur ein großes Privileg, hier mitmachen zu dürfen. Wobei natürlich Sie das große Glück haben, nicht auch die Pferde noch unter sich zu haben, oder? Sie geben wahrscheinlich dann eben diesen Teil Kaskadeure ab und alles andere, da sind Sie zuständig. Genau. Wie viele Leute haben Sie denn eigentlich? Bitte? Wie viele Leute sind Sie in dem Ensemble? Insgesamt, also wir sind also knapp 200 Leute momentan. Wir haben einen guten Zuwachs gehabt. Dieses Jahr ist ja das Zentrum der Geschichte eine Frauengemeinschaft, die Amazonen. Und als bekannt wurde, dass wir dieses Jahr ziemlich viel mit Frauen arbeiten, haben die Gruppen ziemlich viel weiblichen Zuwachs bekommen. Und was hat Ihre Frau dazu gesagt? Die finden das toll. Finden Sie echt toll? Ja, klar. Darf ich Ihnen das glauben? Okay. Ja. Wollen wir mal nicht nachprüfen. Dann, Sie sind der Sprecher. Was mich beim letzten Mal wieder fasziniert hat, ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich das registriert habe, dass Sie eigentlich alle sprechen hier. Ja, ich spreche nicht die Frauen. Das machen Laura Mehr, Diana Körner und Anja Morell. Also alle anderen spreche ich, genau. Und ja, muss sie natürlich irgendwie unterscheidbar machen. Und das ist ein großer Spaß, ja. Wie entsteht denn eigentlich das Buch? Ja, kann man da ein bisschen was drüber erzählen? Kann ich gerne machen. Heinrich von Bayern, ich und Anja haben uns mit Thomas Limpinsel, einem Multitalent, Schauspieler, Autor, Musiker, zusammengesetzt und haben vor einem Jahr angefangen, die Geschichte zu entwickeln. Und seit ungefähr
Jetzt 2 Monaten ist diese Geschichte in Bewegung. Die Dialoge wandeln sich täglich, weil wir sozusagen die Szenen synchronisieren müssen mit dem Text. Und das ist also eine Änderung im Vergleich der letzten Jahre. Wir sind sehr, sehr beweglich in der Arbeit, weil der Autor in jeder Probe dabei ist und unmittelbar reagieren kann auf die veränderten Situationen. Das ist ja total gefährlich. Bei Autoren machen nichts anderes, als zu reagieren und sagen, nein, das könnt ihr doch nicht machen, ihr verfremdet, ihr verfälscht da völlig mein... Das Schöne ist, der Autor ist selbst eben Schauspieler und der weiß, wie wichtig es ist, dass nicht der Text im Vordergrund steht, sondern die Atmosphäre und die Situation. Ja. Der Text dient eigentlich nur der Situation. Wie ist denn eigentlich so für Sie als Hausherr? Man hat ja dann immer doch gewisse Vorstellungen, was so das eigene Image transportiert, der Seele gut tut. Wann spätestens merkt man, dass einem diese Vorsätze völlig entgleiten? Also hoffentlich entgleiten sie einem nicht und das würde ich dann möglicherweise auch noch merken, wenn es das täte. Aber bis jetzt haben wir es eigentlich immer ganz gut über die Bühne gekriegt und das Feedback war ja auch immer gut. Aber wir haben natürlich schon, ich meine, an der Menge der Menschen, die hier mitmachen, es ist ja neben der Show noch 800 weitere. Und die haben natürlich auch alle ihre Vorstellungen und ich kann natürlich nicht jedem Einzelnen ins Hirn schauen und sehen, was wird der jetzt da spielen auf der Bühne. Und 800 bei der Show oder die insgesamt, die auf dem Gelände sind? Wir haben ja eigentlich ein riesengroßes Festival, ja. 8 Stunden lang und 2 Stunden lang eine total tolle Arena-Show. Die Arena-Show hat 200, sogar mehr Menschen, die da mitmachen und im Gelände sind es nochmal 800. Ja, Wahnsinn. Ja, und das ist eben dieser riesengroße Spielplatz, den ich hier vom Haus, vor der Haustür habe, der sehr viel Spaß macht. Und, aber natürlich auch... Am Anfang ist noch alles sehr, sehr nach Plan und am Schluss gibt es schon ein bisschen Eigendynamik. Also die Künstler haben da schon auch ihren Spaß. Ist es hier so ähnlich wie beim Oktoberfest, dass praktisch nach Kaltenberg schon wieder vor Kaltenberg ist? Oder haben Sie noch irgendwann eine Zeit, wo kein Kaltenberg ist? Naja, also das Schloss zaubert sich nicht weg und es passieren ständig Dinge hier. Also es gibt eigentlich immer nur ein Vorher. Das ist natürlich auch jetzt schon so. Also Sie sind ja Darsteller. Sie sitzen jetzt so heimlich still und leise im Hintergrund, bescheiden. Wie ist es dann, wenn man so auf die Bühne geht und wie man sieht es, um sich dazu motivieren, würde Erich Lejeune sagen? Toi, en tant qu'acteur, ici tu es tranquille, mais après tu vas entrer sur scène, tu fais le roi. C'est comment pour comment est-ce que tu te motives? Ah, pour mon énergie, oh. Bah, moi j'adore déjà jouer un personnage et à chaque fois, toutes les années, j'ai un caractère un peu différent de mon personnage et je m'adapte et bah, moi j'aime tout ce qui est action, enfin et pour me motiver, bah, rien que de voir le public, moi je suis motivé. Also er spielt ja jedes Jahr, wandelt sich sein Charakter ein bisschen, er spielt meistens den König. Und schon allein das, sich in die neue Rolle einzuleben und einzufühlen, motiviert ihn schon und der Rest kommt einfach vom Publikum. Et pour moi, ça fait 11 ans que je fais, que j'interprète un peu le roi de Bavière. C'est ma 11e année, ouais. Und er macht seit 11 Jahren, gibt er quasi dem König von Bayern sein Gesicht. Der hat ja so eine Ausstrahlung, er ist nicht unbedingt wie ein Ludwig, aber... Mein Name ist Ludovic. Echt Ludovic? But you don't have ancestors in royal regions? I don't know. No? Are you sure? Yeah, yes, I'm sure. Sie müssen auch sagen, wenn der so da sitzt, kann er doch locker so irgendwie so an Louis XIV oder irgendwie so an... Sehr es in davor, an Manchester haben, oder? Naja, also statistisch gibt es halt, ich meine, das kann Ihnen irgendein Wissenschaftler sicher nachweisen, dass wir alle irgendwie verwandt sind. Ah ja. Also klar. Ja, mittlerweile ist ja die Durchmischung mit Bürgerlichen in Königshäusern ja die Regel. Gell? Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausschaut. Ich bin jetzt echt in dem Familienleben informiert, aber wenn man so die Engländer anschaut. Naja, die Engländer sind da, die haben ja den Atlantik überwunden und ja. Also heftig würde ich jetzt nicht sagen, aber so ist es halt. Ja. Beschäftigen Sie sich eigentlich mit Bierbrauen? Interessiert Sie das? Also das Biertrinken interessiert mich auf jeden Fall. Das Bierbrauen kommt vielleicht noch irgendwann, ja. Wir haben ja vorher erzählt, dass Herr Vater beispielsweise mittlerweile hauptamtlich damit beschäftigt ist, sich um den Namensschutz Kaltenberg-Wittelsbacher zu kümmern. Das ist so interessant, weil ich meine, die Zugriffe erfolgen ja nicht so aus der näheren Umgebung, sondern die Chinesen sind da ganz groß, den Bayerischen König zu entdecken. Gell? Die Chinesen haben ein erhebliches Interesse dran. Es ist aber, also es ist global so, dass immer wieder Menschen versuchen, Marken anzumelden und diese Marken aufzubauen auf Dinge, die andere Leute
über eine lange Zeit geschaffen haben und auch viel Goodwill darauf aufgebaut haben. Und das ist natürlich bei uns auch relativ einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein, weiß nicht, einen Neuschwanstein und schreibe da König Ludwig irgendwas Produkt drauf und verkaufe das. Und dann ist es relativ schnell so, wenn jemand das einträgt und benutzt, dann gehört es ihm, markenrechtlich. Und deswegen sind wir da relativ vorsichtig und versuchen, solche Dinge zu vermeiden. Ich verstehe total gut. Wie ist denn eigentlich so mit ausländischen Besuchen? Hier gibt es mittlerweile auch schon so, was weiß ich, Australier, die hierher kommen oder Chinesen? Wir haben erstaunlich viele Asiaten hier. Ja? Wir haben aus den näheren Ländern Gäste, also Italiener und so. Die angrenzenden Länder sind eigentlich relativ gut repräsentiert. Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit mit Münchner Flughafen, waren dort sehr präsent und seitdem hören wir hier Sprachen, die wir teilweise gar nicht zuordnen können. Denen geht es wahrscheinlich mit Bayerisch ganz genauso. So, jetzt stellst du mir zusammen, Damen und Herren, ich will nicht zu lange hier, königliche Hoheit, über die Theorie der Ritterspiele sprechen, sondern wir wollen auch so ein kleines Prost. 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 Und die Anja, Prost, liebe Anja. Prost. Also, kleine Pause, Damen und Herren. Dann zeigen wir das Ihnen ein bisschen außen. Dann haben wir auch zwei Schwerter hier. Ich habe hier schon mal einen Workshop für Hieb- und Stichwaffen mitgemacht. Ich wollte gerne feststellen, ob ich es noch kann. Also, gehen Sie gemessen Schritts zum Kühlschrank, holen Sie sich auch was zu trinken. Es gibt nichts Schreckliches, als wenn man vorstellt, dass man die Zuschauer vom Fernseher verdutschten. Können Sie sich das vorstellen? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was Sie hier sehen, ist praktisch der Blick hinein in die Arena, den die Menschen haben. Wer darf denn Herr Wiegand überhaupt darauf? Wer ist denn das, der dann hier? Also, hier sitzt keine Zuschauer, das ist also Teil der Bühne. Naja, ja? Aber wer wird hier auftreten? Hier werden auftreten, also ich glaube, dieses Jahr kommen auch Pferde hier hoch, also Pferde werden auftreten. Okay. Die Frau des Königs, die hier gefangen gehalten wird, wird hier auftreten. Ja. Viele gute und böse Ritter werden hier auftreten. Oh, ja. Aber wissen Sie, Herr Wiegand ist derjenige, der hier als Pressesprecher und Organisator für so Menschen wie mich tätig ist. Was machen Sie denn sonst noch? Sind Sie ein bisschen in den Ablauf eingebunden? Na, gut, ich sitze nur, die Presse. Aber was mich hier so wahnsinnig beeindruckt haben, wenn Sie mir diese Säulen anschauen, die werden es wahrscheinlich noch nicht kennen, weil die neu ist. Ich ging hier auf die Bühne, Herr Wiegand, und dachte, jetzt klopfst du mal hin, weil mich interessiert, wie dick praktisch hier der Papadeckel verputzt ist, aber das ist ja massiv. Ja, das ist auch neu. Vorher war es Papadeckel. Ja, genau, was jedes Jahr auf- und abgebaut wurde. Und dann hat man gesagt, naja, also wir würden uns ein bespielbares, tolles Tor oder wir sagen hierzu die Königsloge, das ist das Haupttor, wo die unten alle rein und raus rennen und wo hier viel passieren kann, wünschen. Und dieses Jahr ist es dann soweit. Aber man muss halt sprengen, wenn man es wieder abbauen möchte, ne? Naja, es ist jetzt einmal im 40. Jahr. Ja. Also es ist schon eine gewisse Langfristigkeit in der Planung dahinter. Ja. Aber es schaut ja toll aus. Also es macht ja auch zum Hinschauen Spaß. Dieses Zeltdach, super. Da ist, glaube ich, so eine Regenauffanganlage drin. Gell? Ja, also das Zeltdach, das ist jetzt, jetzt müsste ich lügen, 7 Jahre alt. Und das hat wirklich wahnsinnig viel gebracht, weil es die Stimmung in der Arena komplett verändert hat durch diese Abgeschlossenheit. Und es gibt uns dazu noch, von der Technik her, die Möglichkeit, da wahnsinnig viel Licht und Ton reinzuhängen, sodass sie quasi in den Nachtveranstaltungen hier wirklich glauben, sie sitzen mittendrin im Hollywood-Film oder in der Oper. Darf ich auch ein paar Ideen einbringen? Ich notiere sie dann. Ich muss mir vorstellen, wenn man da vorne eine wirklich echte Königsloge hinbauen darf. Und wenn es dann hergehen und europäische Königshäuser einladen, einfach mal Mette Marit mit Ehegatten und dann an jedem Wochenende andere Ehrengäste. Was das für aufgeloppt wird. Also der Prinz Luitpold, der Hausherr hier zu Kaltenberg, der macht es ja quasi. Ach, der macht es quasi. Aber es kriegt keiner mit, weil es auch keiner mitkriegen soll. Ach, das ist schlecht. Solche Leute muss man sehen. Das ist Bescheidenheit. Also ja. Understatement. Understatement, genau. Was stellen Sie denn vor, da sitzt also dann drin Prinz William oder
Und grüßt dann die Menschen. Der wird sogar wissen Sie, regelmäßig kommen. Wissen Sie, wir sind hier in eine bayerische Kulturveranstaltung und kein Promi-Schaulauf mehr. Das finde ich so toll. Jetzt der Herr da mit der Sonnenbrille. Dann, ja. Du musst dir auch vorstellen, der ist vorher ganz bescheiden. Kummer hat zwei Schwerter dabei gehabt. Und mit dem würde ich gerne mal schauen. Das ist der Bösewicht. Der schwarze Ritt. Das ist der Schwarze Ritt. Ja, auf dem Pferd. Der schaut gar nicht so schlimm aus. Ja, er kann. Wie heißt denn der Herr gleich wieder? Frédéric Laforêt. Monsieur Laforêt? Ja. Sie sprechen aber Deutsch, oder? Nein. Nein? Je ne parle pas français, excusez-moi. Si, très bien. Vous parlez très bien français, mais je ne parle pas allemand, excusez-moi. I don't speak German, I'm sorry. But I have a lot of sisters and brothers who speak French. Aber das hilft nichts. Dieser Herr, mit dem ich die Verschläge austauschen, hat also zwei Schwerter dabei. May I have one of the swords, please? Also wenn ich praktisch dann heute meine letzte Sendung mache, Damen und Herren, das ist ja total leicht. Das ist Aluminium, oder? Aluminium. Ja, ja. It's a modern stuff, for especially for professionals, for stunts. It's easier than steel, ja. Real steel. Also er meint, diese Aluminiumschwerter sind leichter, das stimmt ja, als Stahl. Aber es ist trotzdem ziemlich spitz. Aber dazu gehen wir ein bisschen runter, Damen und Herren, in die Arena, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich habe einmal hier vor längerer Zeit eine Choreografie für Schwertkämpfe mitmachen dürfen. Es war hochinteressant, diese Schwertfolgen. Der Kameramann zückt schon sein Handy. He takes pictures not only with a camera, also with his handy, mobile telephone. Wir gehen runter und da sehen wir uns gleich wieder. Gehen wir nach unten. What do I have to know? What you have to know, yeah, is to protect yourself. Okay. For the first time after, okay, you will attack. Yeah. You just have to put the sword here to protect your neck here. Okay, okay, okay. The second part you put here yeah, to protect here. Okay. And the third one, we're just gonna do three. You protect your head with, okay, a shot like this. Okay. So just one, two, three. Okay. Okay? Yeah, yeah. And one, two, three. One, two, three. Yeah. So this kind of stuff is what we try to avoid. Exactly. Without any choreography, it's too dangerous. We can do without choreography, but with protection, okay, and not this kind of swords. Yeah. Also, er hat gerade gesagt, ohne Choreografie ist es halt total gefährlich zum einen, und dann hat er gesagt, muss ich immer einen Arm ausstrecken, so als wollte ich ihn treffen, weil sonst schaut es nach gar nichts aus. Okay. Hier, hier und hier. Okay, okay. You attack. Also. One, two, three. Not so heavy, because you will break your sword. Yeah, okay, okay. Now, how you try to hit this line here, okay? Yeah, all the time. Okay. All the time. You must have the strength of your... you have the strength if you're in this position. Yeah. If you're in this position, you break your blade. Okay. You don't have... Wann breche ich die Klinge? When I break the blade? On the flat part. On the flat, okay. If you hit on the flat part, you can break the blade. Yeah. Also, like this, there is more resistance. Die Sache ist die, die haben also früher immer auf die Klinge schlagen müssen, weil wenn es praktisch hier getroffen hast, dann ist das Schwert gebrochen. Und man darf nicht vergessen, in former times they had more bad steel than today. Toledo had a very good reputation in the 17th century. Mm-hmm. But I think the modern swords are pretty good. Yeah. All the, which is sale here, we use it sometime. Mm-hmm. I bought regularly swords here, mm-hmm, and it works. Also er hat gesagt, in Toledo im 7. Jahrhundert haben schon so sehr guten Stahl gehabt, aber das, was also hier in Kaltenberg verkauft wird, er hat den Eindruck, dass es da durchaus mithalten kann. Let's try it again. You attack? No, you attack me. Here. Two. Five. Okay. That's it. Okay, let's do it, man. You attack? Yeah. Also wie Sie ganz deutlich sehen, Damen und Herren, oder auch nicht, wir sind also hier da, wo die Pferde zu Hause sind, Stallungen von Kaltenberg. Hier, das finde ich so nett, schauen Sie, dieser Ritterhelm. Ja, oder?
mit der, was ist das, ein 6er oder 8er Schlossschrank, wo man dann einen Federbuschen draufschrauben kann. Ich finde das so gut. Das müssen wir, da überlegt man sich immer, was die im Mittelalter gemacht haben, als es noch keine metrischen Gewinde gegeben hat. Gell? Also hier sind praktisch die Ritter zu Hause, so schauen Ritter und Hoffräulein aus, wenn sie also praktisch in Zivil sind. Hinten Strah, Heu. Und hier, gehen wir mal rein. Yes. And you show us something, how you train. Also gehen wir mal in die Arena rein. Und er zeigt ein bisschen uns, halt, wie man so Pferdl trainiert. Ah ja, die Verneigung. Has he, is the problem when we're standing here? No. 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 Is he also laying down completely? And yes. Then it's dirty. Yes. No, no, it's okay. If you want to see, I don't know where it is, but I can try it. Yeah? Not the best of format like this, but I'm telling you this. Legt sie tatsächlich hier? Ah. Toll. What's his name? Ecuador. Ecuador. Right. And where do you get it? Is this your horse or is this? I have this horse for 3 years. I have this horse. It comes from Italia. It's an italienisches Pferd. Yes, huh? And what kind of breed it is? This is Morges. Malchesa. Morges. Okay. No, it's not Arab. Spanish. No. It's Morges. Mm-hmm. And I use this horse for the beginning and for the final. And I have one other gray for some part with the Amazon. So mm-hmm. I change harnachement. It's better for two horses. Also, you benutzt das Pferd am Anfang und am Ende. And when the Amazons arrived, you use a different one. Yes. A horse who likes more females. Why? Well, no, just for change, for picture, right. For the, yeah, it's better. Is it the same color like him? No, it's gray. Okay. I want to keep more for him, and another for the horse. It's better for change, mm-hmm. For public, for... Schanz, da hat er mal einen Huf von einem anderen Pferd gekriegt. Sehen Sie, hier dieses weiße. He got the... For other horse, yeah. No, just in the box. In the box? Yeah. Wenn sie einen Namen haben, dann wächst praktisch viel auf der Name immer weiß, dann muss man bei so Schwarzen immer vorsichtig sein. And how often, also wie oft trainiert, how often do you have to train them? We training every day. Every day? Every day, normal, 20 minutes, 30 minutes. And for the show, we need 2 weeks. Mm-hmm. Because every year it's a new show, new effect, new entrance. Mm-hmm. And how often he is now in Kaltenberg? It's second year. Second year? For him, yes. Mm-hmm. For my other, I think it's 4 years. Okay. So schönes Pferdl. Also da bin ich immer ganz neidisch. What he's looking now for? Oh, he look outside. Also what's you want to go to the box for it. Is there friendship under the horses? Is it possible that there's a horse which not fit together with the other horses? Also no, ob es Freundschaften gibt? Oder some horses say yes, but normally all these horses stay in one box. Okay. It's better. Okay. Same question to you. What happens to you and with your horses when Kaltenberg is over? Me, I work... in Europa Park. I'm responsible for Mario in Europa Park. I work every day in Europa Park, in Rust. Uh-huh, okay. Yes, in Rust. When I finish Kaltenberg, I go directly to Europa Park. Das darfst du nicht machen. Hey. Was machst du? Hey. Du kannst dich doch nicht nachschieben. Ja, langweilig. Ein bisschen down. Nein, it's boring. Hey. Or you want something to eat. Hey. Dann schönes Pferd. Kannst du einen Huf auf ihn machen? Schauen Sie mal, wie gut die fallen. Völlig fremder Mensch. Hebt ihm einen Huf auf. Das finde ich mir unbelievable. Good horse. Okay, thank you very much. You're welcome. Das ist natürlich jetzt schon gemein, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich aber das Pferd putzen. Aber mei, was macht mir das fürs Fernsehen? Schauen wir noch ein bisschen da raus. Ich finde das ja hochinteressant und Sie wahrscheinlich auch. Das war natürlich jetzt nicht nett von mir, dass ich jetzt ihm gesagt habe, so das Pferd hier lenken, verstehst? Weil jetzt muss das Pferd wieder putzen.
Sind Sie eigentlich jemand von den Amazonen auch? Nein. Warum? Ich bin fürs. Sie sind so gut die Amazone abgeben. Ich bin fürs Saubermachen zuständig. Na. Man muss ja auch mal unten anfangen. Das ist bei uns ganz hierarchisch. Hocharbeiten. Ja, wie überall. Das wie für den Messern Sie da? Für die Kavalkade bin ich das zweite Jahr da. Und ich bin aber aus dem Nachbardorf. Also ich bin mit dem Ritterturnier aufgewachsen. Ich war alle Jahre mal da. Dann habe ich davor vor dem Prinzen in den Semesterferien gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich auf die gute Seite der Macht gewechselt quasi. Das finde ich sehr schlau. Haben Sie es praktisch noch miterlebt, wer da unten in der Arena nur Bierbänks am Biertisch gestanden? Da habe ich mich... Das ist 40 Jahre her, gell? Also so gut habe ich mich auch nicht gehalten, das muss man sagen. Ich habe mich hätte nicht ich gehalten, aber so gut habe ich mich nicht gehalten. Nee, das leider nicht. Da war schon ein bisschen moderner, als ich kam. Aber was ist so das nächste Berufsziel für Sie? Mal so, was weiß ich jetzt, Königin Tochter oder mal ins Schauspiel eingebunden zu sein? Haben Sie da Ambitionen? Ja, ins Schauspiel schon gerne eingebunden, aber ich meine, da ist halt auch viel Training dahinter, da ist viel Können dahinter, gerade mit den Pferden. Und die Zeit muss man sich auch schaffen dann, nach der Arbeit, in den freien Tagen, sich da auch ein bisschen. Wir lassen es eigentlich, Herr Wiegand, wenn man dann so wirklich mal sagt, okay, Kaltenberg, ich möchte jetzt einfach nicht immer nur Besucher sein, sondern wirklich mitwirken. Hat man da Chancen? Ja, da geht man am besten in ein Lager rein und redet mit den Leuten und sagt, das gefällt mir bei euch und kann man da mitmachen. Ich wäre auch ein ganz wilder und ich würde auch was investieren. Barbaren, der Barbar, der Barbur war ja, ganz schlecht. Ja, Barbaren, da ist es aber ganz streng hierarchisch. Ach so. Ja genau, also was da sehr schön ist, die Damen, die haben Tafeldienst. Und da setzt man sich zu denen an die Tafel und dann sagt der Fürst, ein Bier und dann kommt das Bier. Aber und kann man sich als Frau doch endlich mal so richtig ausleben. So im normalen Leben kann man als Frau in seine dienende Rolle hineinschlüpfen, dass man dann im normalen Leben weiß, was man eigentlich nicht möchte, oder? Deshalb absolut. Sind die Frauen von Kaltenberg, also die hier, das sind viele in der Arena und treten in ganz furchteinflößenden Bemalungen als Amazonen auf. Deshalb tut ihnen das ganz gut. Sind die Amazonen eigentlich her? Sind das hiesige oder? Von Amazon, nein. Ach so, das heißt, das ist das Darknet von Amazon, da kann man. Genau, also die verschiedenen Gruppen haben hier natürlich auch Damen. Okay. Und die sind immer gerne entweder als Statisten mehr oder weniger in der Show mit dabei. Okay. Die tragen im Wesentlichen mit die Show. Und da aus diesem Kreis hat der Herr May gecastet. Er hat mir vorher erzählt, dieser Ritter, dass es da eine Szene gibt, wo 50 Amazonen sich dann gleichzeitig auf einen Mann werfen. Alte Frauenpower. Ja. Furchteinflößend. Bleibt aber nichts mehr von ihm übrig. Nichts. Nicht mal die Rüstung. Ein paar Blutspritzer im Sand. Einsam und verloren. Das ist aber dann die Schlussszene, oder? Jetzt haben wir es verraten. Ich bin so ein geschickter Journalist. Ich kitzel da alles heraus. Jetzt müssen wir noch schnell das Pferdegras kurz sagen. Wer ist das Pferd da hinten? Sonst sehen unsere jungen Zuschauerinnen ein Pferd und wissen es nicht. Oh, das ist der Thor. Das ist der Thor, ja. Das ist der Thor, auch eine Gottheit. Hallo Thor. Thor. Hallo Fett. Du bist jetzt im Fernsehen. Du bist doch toll, oder? Schauen Sie, er ist aufgeregt. Das merkt man an der rosafarbenen Nase. Wenn also Pferde zum ersten Mal im Fernsehen sind, dann haben sie immer leicht die Erregung und das schlägt sich dann rechts und links von den Nüstern nieder. Ein bisschen schüchtern. Ganz wenig. Aber das hat mich vorher schon fasziniert, dass also die Pferde so kurz gezogen sind, dass ein Fremder so ohne weiteres einen Huf aufheben kann. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, gib mir einen Huf auf, dann macht er diesen da. Habe ich noch nie erlebt. Aber das verstanden. Also das müssen unsere können. Ja? Das ist wie wenn man ein fremdes Kind begrüßt und der gibt einem auch die Hand. Ja. Also so eine Basis brauchen die schon. Halt ein großer Hund. Ja. Sehr großer Hund. 500 Kilo Hund. Wissen Sie eigentlich, dass Pferde keine Wiederkäuer sind? Ja. Ich nicht. Das haben wir mal erzählt. Ja, nein. Die haben einen ganz, ganz langen Darm. Ja. Also praktisch so 7-8 Meter lang. Deswegen sind die auch ganz empfindlich, was Nahrung betrifft. Wenn es da Stau gibt, dann ist. Bringen die eigentlich ihr eigenes Futter dann mit, ihre Kaskadeure? Oder müsst ihr das wird hergeliefert. Ja. Wird vorher ausgemacht und geliefert zu uns. Bestes bayerisches Heu, Alpenheu. Ist auch wesentlich besser als in Frankreich, muss man dazu sagen. Da in Frankreich kommt keiner dran. Riecht man auch. Ja. Man braucht halt für gutes Heu braucht man möglichst man magere Wiesen. Dann wachsen mehr Blumen und das ist gut für die Pferde. Aber das wäre zu sehr medizinisch. Damen und Herren, also hier praktisch das Zuhause der Pferde und praktisch die Bänke, wo Ritter dann so richtig aus sich rausgehen können, zumindest aus ihren Rüstungen. Und was schauen wir uns jetzt so? Gehen wir ein bisschen rum? Haben Sie schon ein paar von den Standl am Einrichten fertig? Ja, das werden wir gleich sehen. Yellow, 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 y
gibt es ein Leben vor Kaltenberg? Schauen Sie mich so unglaublich an. Das sind ganz wichtige. Das kann ja sein, dass ich gesagt habe, nein, als ich zum ersten Mal meinen Fuß hier auf dieses Gelände setzte, da habe ich meine wahre Berufung entdeckt. Ich glaube, ich bin nicht der Richtige. Das ist nicht der Richtige. Warum nicht? Nee, ja. Na, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ja, wie gerade gesagt, also mit der Frau reden, weil die ist ganz bedeutend und die ist gerade dabei, einen Stand aufzubauen. Und jetzt habe ich einer zugeschaut, wie sie hier Mais aufschütten. Wie ich Mais aufschütte, ja. Um Mais anzulocken. Und Mäuse, wir füttern hier die Mäuse, die kriegen dann eine Winternahrung von uns. Ja, ja, ja. Lachen die ja gleich ein, oder? Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie den Krug gemacht haben. Das wäre also doch etwas aufwendig, das haben wir vielleicht vor 100 Jahren gemacht, oder? Mhm, richtig. Der ist super schön. Aber sie macht halt die Taschen. Also die, Taschen. Die Frau Rimini, genau, mhm. Taschen, Gürtel. Mhm. Und sie werden das verkaufen? Und ich tue es verkaufen. Okay. Dass die richtige Tasche an den richtigen Menschen kommt. Oftmals? Ja, ja. Er ist ein wirklich schön. Ja. Wirklich schön. Bücher. Für ein Buch, ein Band. Für Jahreskalender. Aha. Sie sind schon. Mit Lapis Lazuli. Geh mal her mit der Kamera, das ist echt schön. Das hat sogar mir gefallen. Sagen Sie mal, mit Lapis Lazuli, den geprägten Leder. Mhm. Das schaut nur so ein bisschen krokodillig aus, oder? Ja, das ist Krokodilleder. Weiß nicht, Alligator aus einer Zucht. Sagen wir aus einer Alligatorenzucht. Aus einer. Alligatorenzucht klingt viel besser als irgendein Amtskrokodil. Aber es schaut sehr repräsentativ aus. Mhm. Dann Gold, gestickt, oder? Mhm. Das sind lauter so kleine Ringel. Ja, Wahnsinn. Und das wird halt mit dieser Flakstickerei umrandet. Wissen Sie, was ich so an Ihre Sachen so schief finde? Mir ist aufgefallen, dass ich auch was weiß. Haben Sie schon mal was von Sautalern gehört? Sautalern? Sautaler? Nee. Ganz so genau. Davon ist nämlich einer eingearbeitet, Damen und Herren. Als Bayern Königreich wurde, war Bayern ein sehr armes Land. Und man hat damals unter Max dem Ersten Josef bayerische Taler geprägt. Das hier ist so einer. Da ist vorne die Bertona Bavaria drauf. Mhm. Ich tue mal das Ding weg. Sautaler heißen die. Zum schönen Beitrag. Ja, ja, klar. Nein, die heißen Sautaler deshalb, weil die haben dort ganz genau auf das Gewicht geachtet. Nach dem Schlang haben die praktisch dann diese Silbermünzen nachgewogen. Und wenn die ein bisschen zu schwer war, dann haben sie mit der Feile das Silber, was zu viel war, von der fertigen Münzen runtergefeilt. Okay. Und manchmal findet man diese Taler, wo hinten nur wirklich diese Verkerbungen von der Feile drauf sind. Mhm. Und das gefällt mir wirklich neidisch gut. Dann außenrum nur so. Ja, sie macht einfach tolle Sachen. Aber gibt's denn auch Frauen, die dann sowas kaufen, die dann sich auch sowas anziehen? Oder ist ja, das dann das sind mehr so Theater. Ich weiß nicht, kennen Sie die Pest? Die Pest? Pest kennen Sie nur als Krankheit. Was hier gelaufen ist? Ja. Genau, das hat Frau Rimini gemacht. Ah. Dieses Kostüm. Okay. Also die ganze Show. Mhm. Und dann die Kropfbänder. Kropfbänder, glaube ich, trotzdem. Ja. Genau. Schauen Sie, das sind Kropfbänder, die haben wir praktisch in so Ländern wie in Bayern getragen, damit man also nicht so gesehen hat, dass. Ja, ich habe meinen Kropf gehabt. Ja, in meiner Jugendzeit. Drum her auch der Name Kropfband. Ich überlege gerade, da haben wir dann Tetra. Wie heißt das? Zeit gleich wieder. Tetratyroxin oder so ähnlich. Hat man dann schlucken müssen. Und das hat es ja dort nicht gegeben. Mhm. Und darum haben sie die Kropfband. Und da hat praktisch ein medizinischer Effekt. Das Kaschieren vom Kropf. Sind Sie dann während der Kaltenberg jeden Doktor? Oder muss man so nein, das ist ja nur immer Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Und da sind wir 3 Wochen da. Freuen Sie einen schon? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Warum, sage ich Ihnen jetzt nicht. Weil Sie auf Ritter treffen, oder? Auf ritterliche Männer, die einfach wissen, wie man einer Frau gegenübertritt. Ja, große Männer, die wo Kinder spielen. Das muss ich jetzt rausschneiden. Es war mir ein großes Vergnügen. Was mein Schlusswort steht. Gute Umsätze. Herr Wingard, ich muss hier weg. Die sagt, große Männer, die Ritter spielen. Stellen Sie sich mal das vor. Das ist ja total despektierlich. Endlich mal lebt sich ein Mann aus. Das ist einfach wahr. Was? Das ist wahr? Ja, ich spreche nur, wenn ich weiß, dass ich recht habe. Das ist eine geschickte Frau. Aber schön war's. Vierte dann. Alles klar. Wiedersehen.
Also was Sie hier sehen, Damen und Herren, ist Innovation vom Feinsten, weil nämlich es hin und wieder mal vorkommt, dass es in Kaltenberg regnet, macht dieser Herr seinen Stand wasserfest. Wir machen den nicht wasserfest, wir machen den seefest, damit wir von hier in einem Rutsch, wenn Kaltenberg untergeht, bis zum Ammersee schwimmen können. Wahnsinn. Oder beziehungsweise segeln. Wir haben ja sozusagen Segel auf dem Dach und das klappt wunderbar. Und dann kurz praktisch die Mäste an Maste aneinander binden. Und ja, dann genau. Und das sind wir dann auf dem Ammersee und dann feiern wir Kaltenberg einfach weiter. Das vierte Mal sind Sie jetzt da? Das 29. Mal. Das letzte Mal, wo ich Sie erlebt habe, haben Sie gekocht. Jo. Okay. Machen Sie das jetzt auch wieder? Nein, das mache ich nur im Winter. Nur im Winter? Weil im Winter ist kalt. Okay. Im Winter koche ich und im Sommer habe ich halt dann die Freiluftbar. Oder eben gegebenenfalls die Segelbar. Da gibt es ja Getränke, oder was? Hier ist die Wandelbar. Also damit haben wir eigentlich angefangen vor 30 Jahren. Okay. Das war der erste Stand, den wir hier hatten. Und ein Jahr später bin ich dann aufgetreten hier als Wandelbar. Er ist ja der Obergaukler. Also praktisch am Freitag. Kleines riesengroße Entree, vorauseilen, vorausschreiten, praktisch zeichensetzend. So schaut's aus, gell? Ja, wenn ich nicht wieder vorher bei der Generalprobe umknick und dann wieder mal ausfalle oder auf meinem Thron sitze, das war ja auch sehr schön letztes Jahr, aber ich möchte diesmal stehenden Fußes alle drei Wochenenden überleben. Naja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Ist was zurückgeblieben? Ja, ich habe jetzt ein sehr, sehr kostbares Bein. Wir haben Titan im Oberschenkel und reichlich Schrauben und das ist auch wunderschön. Also, und nachdem das ist eigentlich für jemanden, der so Unternehmer ist, im weitesten Sinn ja schon ein bisschen gefährlich, solche Geschichten, oder? Ja, das war schon kraus, gell? Ja. Also, die Frau hat mich verlassen, die Kinder haben mich enterbt. Der Prinz hat mich gerettet. Dann musste ich, weil ich mit Fliegen nicht mehr leisten konnte, bis nach Indien schwimmen. Deswegen kenne ich mich mit Bootslag auch so gut aus. Und da haben wahrhaftig die Ärzte mein Bein hingekriegt, in Indien. Mit Ayurveda? Ja. Ohne Schmarrn? Ohne Schmarrn, drei Wochen lang Ayurveda. Und ich konnte hier mit Krücken laufen und bin aus Indien wieder und konnte 10 Kilometer am Stück gehen. Wie haben die das gemacht? Nur mit Massagen und Kreuzkümmel. Kreuzkümmel. Und Kreuzkümmel. Also Öl oder Tee? Gewürz und geschluckt. Okay. Mhm. Das gehörte zur Gesamtbehandlung. Warum, weiß ich nicht, aber ich musste jeden Abend um 9:30 eine Kreuzkümmeltee trinken und der war nicht lecker. Und 2 Stunden Massagen am Tag und natürlich noch Bewegung und Yoga. Und, ne. Also es war sehr intensiv, aber nach drei Wochen konnte ich wieder richtig laufen. Gibt es dann auch einen gewissen kulturellen Input, den man hier dann nach Kaltenberg nicht nur mitnimmt, sondern auch verbrämt und praktisch das eigene Programm einwirken kann? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber das Sie schauen überhaupt nicht indisch aus. Und wenn dann ja, gut, also das, kaschiert. Das Indische, das müssen wir dann jetzt in den Winter wieder verlegen. Okay. Und dann machen wir ein indisches Curry in der Märchenküche. Aber da kochen wir dann wieder. Also weil die Inder trinken immer nur keinen Alkohol und das passt jetzt zu Wandelwasser gar nicht. Und ansonsten trinken das gleich. Gibt es in Indien gar keinen Alkohol nicht? Naja, die trinken so einen Zuckerrohrschnaps, der macht aber wirklich blöd. Okay. Und da liegt man dann so auf der Straße. Da kannst du auch schnüffeln hier am Bootslack. Okay, das ist echt Bootslack. Aber es ist wirklich gut und raffiniert, weil da muss man vor Wasser keine Angst haben. Gell? Nee. Also wenn du noch nicht schwimmen kannst, ich kann dich jetzt auch gerne einpinseln. Na danke. Jetzt eine letzte Frage, 1966. Das beste Jahr der Welt, oder? Geburtsjahr. Ja, freilich. Wenn ich das so gleich gemerkt habe, gell? Ja, mei, das ist schon, die Reporter von München TV, Ich will ihn jetzt nicht länger aufhalten, bevor jetzt diese Lobtirade zum Höhepunkt kommt. Ja, mei. Ich wünsche gute Umsätze, freundliche Kunden, gell? Und viel Erfolg. Viel besser. Jetzt schauen Sie mal hinein, Damen und Herren, in die Arena. Also diese Hebebühne kommt noch weg, Herr Wiegand, hinten der Gabelstapler auch, aber dann könnte es schon fast losgehen, oder? Ja, ein bisschen noch. Also Sie sehen unsere neu gebaute Königsloge, so heißt sie. Ja. Ja, die kriegt noch eine künstlerische Bemalung ein bisschen. Also so schaut es noch ein bisschen nackert aus. Aber dann, jetzt haben wir, was ist heute, Dienstag, Mittwoch, also noch ein paar Tage bis zum Turnier, dann ist hier fertig. Und das geht jetzt hier wie ein großes, kleines Uhrwerk. Und dann steht die Technik, dann wird eingeleuchtet, die Proben laufen andauernd. Und dann sind wir alle gespannt. Gauklernacht, wann Gauklernacht. Ist das? Gauklernacht. Ja, genau, es geht also so los. Also am Freitag eröffnet die Saison sozusagen mit der Gauklernacht. Das ist quasi das Fest der Gaukler, wo 5 Bühnen permanent bespielt werden, die Arena bespielt wird, viele, viele Konzerte.
stattfinden, überall Walking Acts sind. Das ist so ein Event zum Herkommen und Treiben lassen. Mhm. Und am Samstag ist dann die Premiere vom Ritterturnier, die Ritterturnier-Show. Es steht da im Zentrum und drumherum ist eben dieses Rahmenprogramm, auch auf 5 Bühnen allerdings. Weil man gerade ein Pferd, das gebremst hat. Das war ein Elektropferd, ja. Okay, rundherum ist Programm. Und wann geht das los? Also am Freitag geht es um 17 Uhr los, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag, glaube ich, um 11. Also ist nachmittags dann praktisch das? Ja, genau. Also sonntags ist eher das für Familien und freitags von 17 bis 1:30 Uhr nachts. Und 3 Wochenenden? Jetzt 3 Wochenenden, genau. Und wenn Sie mir jetzt da hinschauen, Damen und Herren, sehen Sie das wie der Krug, der steht und darauf wartet, betrunken zu werden? Vielleicht hat er es schon hinter sich. Ich weiß. So ein Krug am Boden. Da ist ja Wasser drin. Das lassen wir jetzt. Das ist das, was ich immer so. Es gibt wirklich Menschen, die stellen sich mit Wasser zufrieden. Aber ja. Also, Damen und Herren, Kaltenberg. Es ist ausgeschildert. Es gibt wahrscheinlich aber die Möglichkeit hier, wenn man ein starker Trinker ist, mit S-Bahn anzureisen und Shuttlebus zu fahren, oder? Ja, das ist die sehr vernünftige Alternative. Aber die gibt's, oder? Ja, bis S-Bahn Geltendorf, Geltendorf. Und ab dann alle 10 Minuten oder 15 Minuten im Shuttlebus hierher. Weil don't drink and drive. Und wenn man sich als Ritter verkleidet hier annähert, gibt es dann irgendeine Reduktion? Also, nein, nix. Leider nein. Das kann ja sein. Ich versuche nur immer Impulse zu setzen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für die Führung. Schön war's. Bitte schön. Und sagen Sie dem Ritter nochmal, es tut mir wirklich leid, dass ich ihn gefragt habe, dass er aufs Pferd sehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich macht, wenn fremde Leute dabei sind. Aber das ist halt das Schöne, Damen und Herren. Kaltenberg steckt immer voller Überraschungen. Und bis also die ältere Dame vorher gehört haben, es ist auch zu da, dass der Mann endlich mit sein wahres Inneres nach außen kehren kann. Muss man einfach nur holen und auch tun. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.